Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neofly 4 im Microsoft Flug Simulator 2020. In der letzten Folge habe ich ja die C-Lizenz nachgeholt bzw. bestanden, damit wir uns unsere Caravan holen können, und genau das soll jetzt passieren. Also, wir haben ja hier eine Caravan, aber ich lasse Snoopy Caravan weiterfliegen. Wir besorgen uns eine eigene, gar kein Problem. Sorry nochmal an alle, ich bin immer noch etwas erkältet und hoffe, dass man mich trotzdem halbwegs gut verstehen kann. Gut. First things first, schicken wir erstmal wieder alle los, würde ich sagen. Und ich bin auch mal gespannt. Jetzt ist das Sim-Update 14 draußen vom Flugsimulator. Das soll ja ein bisschen was verändert haben an den Lichtern, an den ATCs und so weiter und so fort. Das probieren wir in dieser Folge einfach auch mal aus. So, Kollege Mad Dog. Wartet mal. Muss das Fenster mal in der Größe ein bisschen anpassen. Jetzt solltet ihr das besser sehen. Perfekt. Vielleicht. So. Müsste alles sehr gut sein. Auftanken. Wir machen das so. Wir tanken erst. So, Mad Dog ist immer geflogen nach Zakynthos. 1000 nautische Meilen. Also machen wir hier mal 900. Achso, das geht nicht. 1100. 900. GZA. Ja. So, dann haben wir noch 800. Dann machen wir das noch knapp auf 5000. Oh, können wir ganz voll machen. Sehr cool. Zack, erster los. So, Snoopy in der Grand Caravan fliegt immer nach London. London, da können wir dann... Hallo? Hallo? Aha. 350, 400, ist alles ein bisschen umständlich. EGLL, wir müssen vorher tanken. Gewichtsfilter. Einen Auftrag haben wir für 200.000 Dollar in dem Fall nach London. Dann geht es weiter mit unserer zweiten DC-3. Oh, das Programm macht mich wahnsinnig. Razor. Razor fliegt immer nach Ibiza 886. 150, 900, 150, tanken, Gewichtsfilter, Ibiza für 500.000. Genau. So. Dann machen wir weiter mit Nomad. Nomad hat bisher die Cessna Longitude geflogen. Die geben wir jetzt zurück. Zuallererst müssen wir aber einmal zurück nach Hannover. Wir stehen nämlich noch in Emden, glaube ich. Dann ab nach Hannover. Und dann steigt Nomad hier aus und wir geben dieses Flugzeug zurück. Stattdessen besorgen wir uns eine weitere DC-3. Die? Brent? Jo. Hier holen wir uns dann nach Hannover. Erstmal reparieren.
Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Bringen Sie es Aircraft. Also das Flugzeug 180 nautische Meilen zu überführen kostet 4000. Dass wir selber von Emden nach Hannover fahren, kostet 2800. So, dann kann Nomad hier nämlich einsteigen. Nomad ist bisher immer nach Gibraltar geflogen. Das sind 1100 nautische Meilen. Das ist ein bisschen weit. Sobald das Programm es zulässt, würde ich uns mal eine neue Location suchen. Wie gesagt, sobald das Programm es zulässt, seine unendlichen Daten zu laden. Also wir haben hier Gibraltar. Das ist Ibiza, das ist Barcelona. Nach Barcelona fliegt aber Yoda schon. Wir fliegen mal mit der DC-3 nach Billund. 200, weil mich mal interessiert, wie viel Geld das gibt. Mindestens 180. Maximal 250. Tanken müssen wir den Flieger nicht wirklich. Für die kurze Strecke. Gewichtsfilter. Ja, 100.000. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist der absolute Oberhammer. Was machen wir? Für den Moment. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr ein Ziel sehen wollt. Dann nehmen wir das auf. Ansonsten würde ich wohl zusehen, dass wir mal irgendwas eher im östlichen Bereich uns raussuchen. Weiß nicht. Na gut, wir haben Zakynthos, das wäre hier. Hier haben wir zwei Ziele. Hier haben wir eins. Hier das halt. Vielleicht. Naja, Oslo. Helsinki vielleicht. Könnte ein ganz gutes Ziel sein. Helsinki. Sehr schöne Stadt. Tallinn übrigens auch. Gut. Habe ich das jetzt gemacht oder habe ich das nur vorgehabt? Wir gucken. Fliegt, fliegt, fliegt. Fliegt. Gut, Yoda. Bei Yoda wäre die Frage, ob die auch eine DC-3 fliegen kann. Eine DC-3 braucht B. Wird es ja wohl können. Kann sie. Also wenn wir die King Air auch zurückgeben. Return. Und noch eine DC-3. Das Spiel will es so. Also machen wir das so. Oh, hier steht eine in Braunschweig. Cool, mit den Streifen. Nehmen wir die. Da haben wir diese hier. Ein bisschen voll tanken. Bring this to Sub. Und Yoda steigt da ein. Und Yoda fliegt nach Barcelona. 738 nautische Meilen. Also wird immer schlimmer mit dem Programm. Ich habe ganz neuen Rechner und alles gemacht. Trotzdem. 750. Das ist wirklich. Das kann und darf nicht so lange dauern. 700. Hä? Ach so. Barcelona, LEBL. Haben wir VIP. Löschen. Neu. LEBL. Neuer Versuch. 751. Aha. 400.000.
So, da können wir noch 600 Liter Sprit mitnehmen. Und dann kann Yoda auch los. So, sehr gut. Wir haben noch unsere G58, die würde ich auch erstmal noch behalten wollen. Wenngleich eher just for fun. Und wichtig ist jetzt, dass es eine Caravan gibt. Die gibt es. Und zwar werden wir die kaufen und versichern. So, Cargo Sensitive Regional Airline Passenger Express Humanitarian. Okay, okay, okay. Also, ich habe zwei Dinge damit vor. Erstmal kaufen wir das Flugzeug. Dann holen wir das Flugzeug zu uns. Also, wir versichern es natürlich. Repariert ist es. Wir holen es zu uns. Wir steigen ein. Das sind erstmal die wesentlichen Aspekte. Dann Livery. Wow. Ui, da muss ich erstmal. Das ist der Hammer. FedEx Feeder. Ja, die habe ich tatsächlich. Die Livery. Ist auch sehr cool. Ich gucke gerade, ob es die Lufthansa Historic gibt. Die finde ich auch sehr cool. Sehe ich jetzt aber spontan nicht. Gucken mal. Hier mache ich mal mit. Also, was haben wir denn? Das ist die, die sie, glaube ich, gerade hat. Ein Craven 01 Livery 01. Das wird die, glaube ich, sein. Pilotenclub. Wir nehmen die mal. Warum nicht? Wenn sie blöd ist, können wir sie immer noch ändern. So, und jetzt habe ich mir Folgendes überlegt. Also, wir lassen die jetzt. Und jetzt habe ich mir Folgendes überlegt. Jetzt will ich mal was ausprobieren. Und zwar mache ich jetzt mal einen Hin- und Rückflug nach Braunschweig. Auch hier dauert das jetzt. Aha. Und Passagier machen wir auch. Und dann gucken wir einfach mal, ob man selbst mit so einem, in Anführungsstrichen, schwachsinnigen Flug Geld verdienen kann. Also maximale Distanz 150. Guckt euch das an. Guckt euch das bitte an. Wir können für den... Aha, EDWY. Aha, das ist Wangerooge. Gut, das hätte... Also das wäre jetzt ja auch absolut... Gut, ich nehme alles zurück. Der Flug von Braunschweig nach... Also von Hannover nach Braunschweig. 33 nautische Meilen. Gibt 21.999 Dollar. Nach Norderney immerhin 65 für 116 nautische Meilen. Es ist einfach, es ist irgendwie broken. So, wenn wir es nach Reward sortieren, könnten wir jetzt tatsächlich an die Küste fliegen. Da ist der Wind gerade mega, mega, mega nicht so gut. Wenn wir uns das Meta davon mal angucken wollen, können wir gleich mal machen. Aber ich prüfe nochmal. Und das gemacht hier ist auch Return. Wir kämen also auch wieder zurück. Ja, dann fliegen wir an die Küste. Da haben wir wenigstens ordentlich Wind. So viel kann man schon mal sagen. Also... Für 65.116, es ist der absolute Hammer.
Ist der absolute Hammer. Auftrag annehmen. Jetzt gucke ich mal. Könnten wir jetzt noch einen annehmen? Ja, aber nur nach... Okay. Okay. Ich lass mal ein bisschen Sprit ab. Nur ein bisschen. Okay, jetzt nochmal. Nee, jetzt also kein weiterer Stackable dabei. Nicht schlimm. Ist vielleicht auch besser. Wollten wir ja ohnehin nicht machen. Mich hat es eben nur mal interessiert. Also fliegen wir jetzt einfach mal einen ersten Flug mit der Caravan. Dann setze ich den Flug mal auf. Falsch. Hannover. Tja, so eine Caravan. Die geht mit Sicherheit auch hier vom GA ab. Und wir wollen nach ED. YW. WY. Sowas. Unterer Luftraum. Flugbedingungen lassen wir live. Ich lasse auch die Zeit mal live. Und ich werde jetzt Folgendes machen. Es wird jetzt ein bisschen dunkler, vielleicht sogar ganz dunkel im Simulator. Müssen wir mal gucken. Die Lichter sollen ja deutlich besser geworden sein. Das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Und mal gucken. 15 Knoten aus 239. Können wir uns hier nochmal einen Hilfspunkt, einen Anflug wird es darauf nicht geben oder irgendwas in der Art. So, und ich werde nicht FSHUD benutzen, sondern FSLTL und wir benutzen die In-Game ATC, die soll sich ja auch also verbessert haben. Ja, hoffentlich nicht verschlechtert mit dem neuen Sim-Update 14. Gucken wir uns das Ganze mal an. Bis gleich. Transporter, loading is complete. Let's go. Ja, ist schon sehr dunkel. Geht aber noch. Ja. Ja. Hier ist ja das GA. Gucken wir mal rüber. Es ist mir immer noch ein bisschen zu dunkel. Aber ich würde mal behaupten, also Tui und Corentin werden nicht von Terminal A abfliegen. Ansonsten FSLTL macht den Job einfach ein bisschen besser als FSHUD. KLM. Noch eine Tui, britisch. Ja. Ist ganz cool. Gut, dann springen wir mal zurück. Ich bin jetzt relativ lange nicht mehr geflogen. Und mal gucken. Also der hier passt. Der hier geht in Cut-Off. Der hier passt auch. Sehr schön. Dann. Ja, lass mal das Licht nochmal kurz an. Na. So, okay, dann Aviation 1 an. Das ist erstmal okay. Höhe. Wir werden eh nicht so viel sehen. Ich werde trotzdem mal 4000 Fuß, 5000 Fuß nehmen. Gut, Hähne auf. Fuel Boost, Starter. Dann ATC. Oh, das ist jetzt auf Deutsch. Wegen der Bush-Trips. Wegen der Bush-Trips. Head over ground Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra IFR to Echo Delta Whiskey Yankee ready to copy. Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra is clear to Echo Delta Whiskey Yankee Airport as filed. 8000. Take off runway 27 right climb and maintain 8000 feet. Departure frequency is 125.1 squawk 0033.
Die Stimmen sind ganz cool. Takeoff runway 27 right climb and maintain 8000 feet. So, Sprit rein. Everything looks good from where I'm sitting. Taxi to the runway and take off. Es fehlen uns 500 Kilo. Die haben wir jetzt. Squawk ist gesetzt. Engine ist hochgefahren. Fuel Boost geht aus. Starter geht auf off. Avionics 2 geht an. Das geht alles an. Taxi-Lichter können wir auch schon mal anmachen. Cabin Light, achso, unser Licht können wir ausmachen. Cabin Lightning, das finde ich, sieht ganz cool aus. Bisschen zumindest. Das stellen wir auf GPS. Das haben wir eingestellt. Das passt. Dann. Meter. Sekunde. Meter von EDDV. Also, 240 Sichtweite. Aha. Welche Bahn ist offen? Also die 27er auf jeden Fall. Gut, mal sehen, was wir kriegen. 1003 Hektopascal. Gut. Okay, dann Rollfreigabe. Ganz nach vorne. Standby Power. Geh dann. Cool, dann wir müssen da irgendwo hin. Ich glaube, zur Landung stelle ich dann die Zeit mal ein bisschen um. Aber das ist okay. Das ist alles in Ordnung. Das ist alles in Ordnung. Hier sieht es auch gut aus. Das ist okay. Der steht noch auf Low Idle. Das passt, das passt, das passt. Okay, dann Parkbremse geht raus. Schub geht ein bisschen rein. Sekunde. Sicht Reset, jawohl. Bisschen höher. Hier auch nochmal. So, los geht's. Ja, ich wurde in den Kommentaren mehrfach darauf hingewiesen, ein bisschen aufzupassen bei diesen Turboprop-Maschinen und das Gas nicht immer so nach vorne zu prügeln wie so ein Geisteskranker. Ich sag's mal in meinen Worten. Und so wie ich das verstanden habe, gibt man wohl auch selbst beim Start keine 100%. Hier sind wir falsch, ne? Komme ich denn hier rüber? Da! Ergibt man wohl auch beim Start keine 100% Schub, sondern ein kleines bisschen weniger. Das kenne ich tatsächlich. Also ich kenne mich mit Turboprops überhaupt nicht aus. Und ich kann euch auch nur den Vorsicht Feuerwehr gut gemeinten Tipp geben, wenn ihr absolut akkurate Flugsimulationsvideos sehen wollt, dann seid ihr hier höchstwahrscheinlich komplett verkehrt. Ich spiele das Spiel so realistisch, wie ich es kann, so wie ich es weiß. Ich werde aber für einen neuen Flieger nicht vorher in so ein viermonatliches Selbststudium gehen. Von daher finde ich die Kommentare und Hinweise immer super, super gut, weil da im Wesentlichen dann, ja, ich sage einfach mal, auf das eingegangen wird, wo vielleicht gesagt wird, Mensch, mit ein paar Kleinigkeiten kannst du das echt ein bisschen besser machen. So wie, okay, wenn man bei Turboprops
nur langsam Schub gibt, das ist wahrscheinlich generell eine gute Idee, und nicht bis 100% geht, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Von daher vielen Dank und gerne weitere Hinweise. Aber ich will nur sagen, schraubt eure Erwartungen vielleicht ein klein bisschen zurück. Hier in dem Video soll es um Neofly gehen und auch ein bisschen ums Quatschen links und rechts und mal ein bisschen andere Flugzeuge ausprobieren. Und ja, zum Beispiel habe ich ja jetzt die 25 Center, ne? Ne, 27 Center. Einfach überfahren. FSH hätte mir jetzt sicherlich die richtigen Hinweise gegeben. So, Runway Ahead. Dann bleiben wir tatsächlich hier stehen. Popbremse geht rein. Ich check das mal. Ja, würden wir hier kriegen. Machen wir uns erstmal ready. Landelichter an, Taxilichter aus, Strobes an. Wobei die auch als Recognitions gelten, also trotzdem mache ich die aus. Dann geht der hier auf High Idle. Strobes sind an, der Rest passt. So viel ist hier nicht zu tun vor dem Start. Holen wir uns mal die Freigabe. Die Stimme finde ich richtig gut. Ah, komm, sie geht raus. Cleared for takeoff runway 27 right Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra. Oh, jetzt waren wir schon wieder ein bisschen schnell. Und das kann weg. Also der Simulator ist mir immer noch zu dunkel. Tut mir leid. Ich habe hier auch das Gefühl, ich bin hier irgendwie nicht da, wo ich hin muss, ne? Gut, dass ich vorher nochmal gesagt habe, dass das hier nicht besonders accurate ist. Wobei das jetzt hier mit den Lichtern sieht richtig, sah das vorher auch schon so gut aus? Oder haben die da jetzt was gemacht? Das sieht ja richtig cool aus. Dieser leichten, mit diesem leichten Blur-Effekt. Okay, also dann werde ich jetzt den Schubhebel langsam nach vorne schieben. Klappen sind auf Takeoff. 50%, 70% und so 95%. Airspeed Alive, 80 Knots. Rotate. Ja, Wind haben wir. Transporter, good flight. Positive Climb Gear up, haha. Haben ja kein Retractable Gear hier. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich mache jetzt einfach mal ganz schnell den Autopiloten an. Ich stelle den eben mal nur auf NAV Mode, damit wir nochmal uns Hannover angucken können. Naja. Okay. Haben wir nicht mehr so viel von gesehen. Dann Flight Level Change Mode. 120 Knoten. Klappen gehen rein. Gut. Ich würde sagen, da bin ich bei diesen GA-Fliegern. Wir machen mal unser Licht aus hier ein bisschen. Entschuldigung, wie bitte? 125.1 Cessna X-ray Golf Sierra. Bremen Center Cessna Alpha Sierra. Ich habe jetzt gar keinen ATC gehört von FSLTL. Die Stimmen gefallen mir ganz gut, aber reden die anderen nicht? Not sure. Doch. Boah, das auf Deutsch ist... Ja. Okay, so, Landelichter aus. Gut, dann sind wir hier auf Kurs. Wir drücken uns ein bisschen nach
Links, weil wir 21 Knoten Seitenwind haben und 31 Knoten Gegenwind. Aha. Dann stelle ich mal ruhig nur 115 Knoten ein. Die können wir mal rauszoomen. Okay, also höhentechnisch selbst auf 3000 Fuß hätten wir jetzt gar keine Probleme. Ich lasse das jetzt alles mal so. Sobald wir den Steigflug beendet haben, können wir den hier immer so ein kleines Stückchen nach hinten ziehen, dass wir hier in den gesunden Bereich kommen. Ja, mit den Lichtern weiß ich jetzt auch nicht. Muss ich mal gucken. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr schon mehr Erfahrung gesammelt habt. Würde mich sehr interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, ändere ich das, die Tageszeit gleich mal ein bisschen zurück auf heller. Steige mal auf Reiseflughöhe und melde mich dann gleich nochmal. So, ich habe jetzt mal die Zeit ein bisschen zurückgestellt. Wir sind auf Reiseflughöhe 8000, das Wetter über Norddeutschland. Hier oben ist es okay. Aber generell ist es nicht so toll. Aber jetzt haben wir tatsächlich mal die Chance, uns den Flieger richtig anzugucken. Finde die Livery jetzt erstmal okay. Insbesondere, weil wir mit dem Flieger ja wahrscheinlich wirklich ein bisschen auf Tour sein werden. Das ist mal ein bisschen was anderes. Vom Flugfortschritt sind wir... Da ist, glaube ich, Bremen bei Pixur. Und die ATC funkt ganz ordentlich. Wizz Air, Luxair, Cessna Air. Also hier ist zumindest Eurowings. Hier ist ein bisschen was an Traffic. Hab jetzt hier aber nicht groß gehört, dass sich hier was ändern soll. Ich bin mal gespannt, ob die ATC uns runterlotsen wird. Zumindest beim Steigen soll es jetzt so sein, dass man die Freigabe auf die nächste Höhe nicht erst 250 Fuß, sondern schon 2000 Fuß vor dem Erreichen der eigentlichen oder der Zwischenhöhe bekommt. Aber ich glaube, das Rein- oder Runterlotsen, das wird immer noch nicht richtig funktionieren. Kann ich mir zumindest schlecht vorstellen. Müssen wir mal gucken. Ansonsten, hier oben ist es okay. NDIs. Machen wir mal lieber an. Hier sieht man ein bisschen was. Von außen noch nicht so richtig. Ganz schick hier mit dem Chrom. Eigentlich ganz gut. Ja, ich würde sagen, ich melde mich dann irgendwo hier, wenn ich von 8 schon runter bin auf, keine Ahnung, 4 oder 3. Zur Landung dann in Norderney für immerhin 65.000 Dollar. Bis gleich. Gut, dann melde ich mich mal zurück. Ihr seht schon, ich musste hier ein bisschen korrigieren. Blend mal das Meter ein. Wir haben also erstmal ganz ordentlich Wind, aber dann ist auf jeden Fall die 2.6 offen und nicht die 0.8. Von daher war das im Menü mal wieder nix vom MSFS. Und ich habe von Hand korrigiert. Gucken mal raus. Das Wetter ist richtig, richtig cool. Klappen sind auf 1. Ich nehme jetzt auch nochmal weiter Schub raus. Ich lasse ihn jetzt durchsinken bis auf, na, sagen wir mal, bis auf 1000. Dann geht der Autopilot aus und dann machen wir den Rest von Hand. Der blaue geht wieder ganz nach vorn. Unsere Landelichter gehen an. So, dass wir dann gleich gewappnet sind. Hier kann ich noch mal ein bisschen näher zoomen. Das passt soweit. Ich sinke relativ zügig, weil ich gleich von Hand quasi einen Visual Approach machen möchte. Dann will ich mich nicht noch allzu sehr um die Höhe kümmern müssen. Und ich habe jetzt leider keine NAV-Aids, die ich mir hier einblenden lassen kann. Flugzeit ist ziemlich genau eine Stunde mit dem Gegenwind. Oh, hier, das sieht super aus. Klasse. Jetzt ist die Livery schon fast etwas zu dominant für meinen Geschmack. So, wir pegeln aus.
Und ich achte jetzt mal auf die Geschwindigkeit. Ein bisschen langsamer gefällt mir. Ihr seht das, Seiten- und Gegenwindkomponente sind gut und ordentlich vorhanden. Ich kenne die maximalen Crosswind-Werte für die Caravan nicht. Aber ich denke mal, so bis 15 müsste da wohl alles noch ganz ordentlich sein. Und wenn ich mich gleich wieder ein Stückchen zurückdrehe, dann dürfte der Seitenwind auch noch leicht... Naja, wird da wahrscheinlich eher ein bisschen stärker. Na gut, wir gucken mal. So, Lichter sind an. Das haben wir gemacht. Der Rest passt auch. Klappen sind draußen auf 1. Wir sind jetzt noch gut vielleicht 6 nautische Meilen entfernt. Mal gucken, ob man schon irgendwas sieht. Das ist die Insel. Wir müssten also die nächste... Ein kleines Stückchen drehen wir uns noch und dann drehe ich noch mal ein bisschen rein. Wir wackeln ganz ordentlich. Sieht sehr, sehr cool aus. Grafik vom Flugsimulator nach wie vor überragend. Gut, jetzt drehe ich ein bisschen nach rechts. Nicht zu viel. Da ist die Bahn. Okay, dann würde ich sagen, Autopilot geht aus. Gucken wir mal, was das hier wird. Erstmal drauf zu. Ist sicherlich keine schlechte Idee. 20 Knoten Seitenwind. Also ist drauf zu nicht eine gute Idee, sondern links dran vorbei wäre eine gute. Hohoho, das wird interessant. Gut. Ich weiß gar nicht, ob Norderney Papis hat. Das heißt, das ist alles jetzt mal so ein kleines bisschen jugendforscht. Oh, wird schon. Wird schon, wird schon, wird schon. Speed ist okay. Bahn ist auch nicht besonders lang. Eine geschlossene Wolkendecke bei 2500 Fuß. Ja, hatte ich jetzt hier nicht so gesehen. So, wir müssen noch links. Gefühlt waren wir bei 4 oder 4.500 schon durchgestochen. Dann gucken wir mal, dass die Winde noch ein kleines bisschen weniger werden. Aber an der Küste ist aktuell ganz ordentlich was los. War selber jetzt erst in Bremerhaven. Aber ganz ordentlich Wind. 500. Ah, man will dann immer schon rechts rein, aber bei dem Gegenwind. Auf jeden Fall mal ein bisschen mit dem Rudern gegenhalten. Okay, so. Klappen voll. Speed ist okay. So, jetzt nur nicht die Höhe so komplett verschätzen. Speed ist noch okay. Dann crawlen wir uns mal hier ran. Ich glaube, es heißt nicht so, es heißt so ähnlich. Ist die Höhe. Der Schub geht raus. Gerade drehen. Dispatch to pilot. That looked like a butter smooth landing from here. Please exit the runway and taxi to parking. Steuern lässt sich sehr komisch. Also, bin eigentlich nicht unzufrieden mit dem, was hier gerade passiert ist. Jetzt der Abgang war ein bisschen unschön. Weil sie sich so ganz schlecht fahren lässt. Okay.
So. Bahn ist auf jeden Fall lange noch, kein Problem. Unter besseren Bedingungen landet man hier wahrscheinlich ganz ohne Probleme. Ein paar Papis wären nicht schlecht. Da ist der alte Leuchtturm. Gut. Beschleunigt habe ich nichts. Es gibt also die volle Belohnung. Dann Taxilicht, das geht aus. Das ist auch in Ordnung. Hilfspower geht aus. Klappen sind schon wieder drin. Hier waren wir lange nicht. Ja, unbedingt mal wieder nach Innsbruck. Ist da auch der richtige Flieger für eine Alpenüberquerung. Gut. Parkbremse geht rein. Taxilichter aus. Standby, Pilot. Cargo unloading. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Ja, der Flusi ist einfach wunderschön. Airport Fees $309, 442 Pfund Sprit verbraucht, 171 XP gemacht. Und 1 Stunde 6 Minuten Flight Time. Da unten stehen wir. Transporter. Another cargo mission completed. 78.931. Jetzt war wieder die ganze Zeit das Klemmbrett drin, ne? Oh, let's go. Ja, das tut mir leid. Muss da wirklich. Ja. Okay. Sorry. Also, dann hier nochmal aus der totalen. Landung war eigentlich okay. Ich hoffe, das meiste war zu sehen. Das mit dem Klemmerer tut mir leid. Ich versuche darauf zu achten. Das ist eigentlich. Ja, ein echtes No-Go. Blöd ist, das nimmt OBS gleichermaßen zusammen auf und ich kann das im Nachhinein nicht mehr trennen, weil er nur eine Videospur aufnimmt. Da könnten sie nochmal nachlegen. Oder ich fange an zu lernen, wie das funktioniert. Wir haben jetzt eine Caravan, wir haben eine Ziellizenz, wir stehen in Norderney und ich würde vorschlagen, wir werden jetzt mal ein paar von unseren Hubs abfliegen, ein bisschen Geld verdienen und ein bisschen Spaß haben mit unserem neuen Flieger und in der nächsten Folge fliege ich entweder erstmal zurück oder aber vielleicht von hier aus direkt mal irgendwo anders hin. Falls ihr Ziele habt oder Wünsche, Hinweise, bitte immer in die Kommentare. Vielen lieben Dank, habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Ach so, und natürlich always happy landings. Tschüss.